Okay, dafür bräuchte ich dann Seile. Da muss ich mal gucken. Seile und recht viel Holz braucht man. Dafür sollte man eigentlich immer dabei haben, damit man ihn schnell anziehen kann, wenn man kämpfen muss. Okay. Ja, noch ein bisschen genügend, ja. Wo sind denn die Seile hier? Das müsste Refine sein, der Diamant. Und das ist das oberste. Ah, haha, ja. Nervigen reinen Hackfasser. Allerdings ist das nicht gut für den Kopf, ey. Geh weg, geh weg. So. Ich will auch gerade was herstellen. Mann, geh weg! Weg. Seile führe ich nicht noch irgendwo. Hopp. Ein Speer könnte ich mir jetzt noch herstellen. So. Jetzt kann ich mir. Wo ist denn das jetzt? Kampf und Locksuit. Kann ich mir jetzt auch mal ein. Dann kann ich den jederzeit anziehen, sicher. So, hab jetzt auch so einen Locksuit. Das ist sehr gut. Den packe ich mal ins Backpack und ziehe ihn sicherheitshalber an. Das ist, das tauscht sich. Tauscht sich quasi aus und lässt ihn fallen. Und das ist nicht so das Problem, wenn er dann mal, fällt. Ich pack einfach in meinen. In den Loot-Sachen, die ich nicht unbedingt jetzt brauche. Gold kann mal weg. Dann kommt in Chest 2 der Rest von der Asche. Ich gehe hier unten noch ein bisschen erkunden, mach das, weil hier die Karte noch nicht so wichtig ist. Ich gehe Frösche töten und die Berries ernten. Alles klar. Ja, die und ich bin wieder fast komplett vollständig von meiner Sanity oben. Das ist gut. Das bedeutet, ich töte jetzt einen Frosch. Zwei Schläge, dann ist der tot. Da wirst du mich dann von hinten erwischen können, du komischer Frosch. Er nimmt seine Zunge durch meinen Körper durch, ne? Der weiß, was dir gefällt. Oh Gott, mein Dings ist zerbrochen, das habe ich nicht mitgekriegt. Lohnt es sich eigentlich, die Bienenhäuschen zu zerstören? Nee, am besten Bienen fangen und dann halt selber so ein Bienenhaus basteln. Mhm. Ja, gibt ja so einen Kescher, genau, ne? Wir haben dann Seil. Will ich mal einen Kescher herstellen. Einen herstellen. Da ist ganz viel Spinnenseil. Damit können wir uns später auch Zelte und so herstellen, damit wir die Nacht überspringen können. Mache ich dann. Warte, wie kann er mich denn da durchgreifen? Hier gibt es echt viele Berries. Also jetzt habe ich hier schon wieder so einen Froscharmada am Hals. Kacke. Halt, das werden immer mehr. Ich habe ein paar Frösche gepult. Pass auf, dass es nicht zu viele werden. Vier Stück. Dann ungünstig. Das überlebst du. Ja, zwei Schläge und die sind tot. Aber jedes Mal, wenn ich einen anhaue, dann gehen die anderen wieder aggro. Also muss ich jetzt mal. Oh Gott. Ui, dann ist der hier richtig. So, was ist denn jetzt hier noch unten? Hier ist noch ein Teich, okay. Hier ist Ende im Gelände. Hab ich Froschschenkel, du Alter, ja. Hier ist aber schnell Ende, ne? Also oh, Gubbel! Hier sind Berries, Gubbel, hol sie dir. Trau dich doch. Da sind Berries, guck mal, wie sie da liegen. Sie warten nur darauf, dass du sie dir holst. Tötest du den armen Gubbel jetzt? Hat einfach welche gegessen und ist weitergerannt, die blöde Kuh. Der wohl eine absolute. Der hat deinen Trick durchschaut. Der hat dich sowas von durchschaut, dachte sich so, nee. Ja, so schön. Alter, jetzt kommen wieder so viele Frösche. Scheiße. Ich hab so Talent dafür. Oh mein Gott. Ich komme, aber es dauert vielleicht noch zu. Okay, sehr gut. Ich hab das unter Kontrolle. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich wieder Kontrolle, jetzt wieder nicht, jetzt habe ich wieder noch, alles gut. Ich kite die, dann hat nur noch einer Aggro. Ja, das ist natürlich schlau. Und dann kann ich den töten und dann kriegen die anderen wieder Aggro und dann kite ich die wieder und dann kann ich wieder einen töten und boah, ich sollte Tank in WoW sein, ey, das kann ich voll gut mit den Kiten. Ich war früher Jägerin, das ging auch richtig gut. Soll ich dir vielleicht helfen eventuell? Ich bin gerade hier so in der Nähe. Wir wollen jetzt hier im Teich zurück. Jetzt mein Helm kaputt, das ist schlecht. Na los, Abby! Wow. Museum! Ey, Abby hat die Folge. Ich habe 16 Froschschenkel, das reicht. Ich bin zufrieden. Hier liegt noch Fleisch. Ach, die haben den getötet? Leckeres, saftiges. Die haben den gekillt. Das ist so ein brutale Killerfrosch, ey. Die haben den Gubbel einfach getötet. Weißt du, ich krieg's nicht hin, aber die Frösche kriegen das hin. Oh Gott. Das sagt alles, Leute, das sagt alles. Das ist mein nächstes Baguette fertig. Sehr gut.
Oh, jetzt habe ich... So, ich mampf mir jetzt mal wieder Leben an. Alter, das ist ja super. Das habe ich ja gut auf die Reihe gekriegt. Jetzt kann ich als nächstes wieder Gräber ausbuddeln gehen. Ja, ich theoretisch auch. Ich habe 200 Pünktchen. Ich bin Alter, voll... Alter, super, ey. Ich bin voll in ich bin voll in gegenwärtig meiner geistigen Fähigkeiten. Bockwurst. Aktivitäten. Sehr gut. Ja, Bockwurst. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, das sieht doch nach einem Plan aus. Das ist der Plan! Der Plan, Bob! Welcher Plan? Welcher Bob? So, ich brauche ein paar Loks. Anni, du bist auch so ein Bob. Wir haben noch 14 Loks bei uns zu Hause. Bob, der Baumeister. Ja. Jo, wir schaffen und dann das! Dann müssen wir auf dem Rückweg. Steine brauchen wir erstmal nicht, aber wir brauchen hier Stroh. Wir brauchen ganz viel Stroh, also Gras und Stöcke. Warum liegt denn da Stroh auf dem Boden? Warum hast du einen Helm mit Flügeln auf? Ah, und warum schwebt dein Geist um uns herum? Was ist das? Wieso denn so? Pfui, pfui! Die Pilze vergangen. Werde ich die mit den Froschschenkeln kombinieren. Ich habe ja auch noch, ich finde ja auch überall irgendwie was. Jetzt mit dem Gluma-Knudeln. So, kommst du dann mit zum Friedhof? Jetzt ist mir zu dunkel. Dann, oh gut, ich gehe schon mal vor und noch zwischendurch ein Lagerfeuer. Ich bin noch ganz hier unten, deswegen dauert das. Lasse dir Zeit. Geh mal weg, Windows, ey. Jetzt habe ich nur Ohrwurm wegen dir. Bob, der Baumeister. Oh, yeah. Ja, wir schaffen das. Oh, schrecklich. Das ist einfach Buddel und bla bla, Mixi und irgendwie so. Ja, so weit habe ich dann doch nie weiter gelernt. Machen den Job und das war's dann auch. Und danach war ich eigentlich mal bedient, wenn ich das morgens irgendwie mal erwischt habe und habe mir gedacht, jo, nee. Scheiße. Das sollte über die Nacht hinweg reichen. Baguette für morgen habe ich. Das kann ich noch kochen. Ja. Ich mache mir jetzt erstmal ein kleines Feuerchen und dann boah. Verbringe ich hier in der freien Natur die Nacht. Boah. Ich und der Stern. Romantisch. Ja. Ich knall mich jetzt hier auch ans Lager. Ich gehe den Gluma. Wo schiebe ich den Gluma dann mal hin? Ich schiebe den Gluma da hin und knuddel mit dem Gluma. Direkt die Nase in sein niedliches Fell gesteckt. Schön. Einmal tief ein- und ausatmen, dann erbrechen. Aber Hauptsache ein schön öde Stinke. Ja, genau. Ja. Total erotisch. Ja. Vielleicht können wir dann später noch Parfüm herstellen. Das ist bestimmt mega sexy. Ich habe gehört, dass da gerade Gemüse gewachsen ist. Macht das so. Das ist voll gut, wenn man das mal hört. Ich finde es super, dass Abby in meiner Nähe ist. Die macht mir keine Angst und das ist schön und flauschig alles. Ja. Sie ist so ein heller Geist, so ein freundlicher, heller, sympathischer Geist. Ey, du bist so transzendent. Aber sie wispert zwischendurch immer. Du bist so voll sympathisch, ey. Wie du so um mich herumschwebst, ey. Das trifft voll meine Gefühlsbasis. Voll der Flohmann. Also ich finde, Abby könnte super, also du, vielleicht könnt ihr euch ja mal treffen, so, ne? Auch so geisterhaft. Ja, ja, wir haben voll den gleichen Feel, weißt du, das ist so. Ja, und sie tötet auch gern Gegner, also das ist schon eine Gemeinsamkeit, die sollte man nicht verachten. Nur so wächst unser Geisterreich. Ja, der Gluma hier. Yippie. Süß am Schlafen, unser kleiner Gluma. Wir haben den Gluma wieder, Leute, er ist nicht tot, er ist wieder da. Und er wird auch ewig bei uns bleiben. Ja, so lange, bis ich ihn wieder aus Versehen, naja. Bis ihn aus Versehen töte. Das sind Dinge, ja, die so ein Pöchchen. Manchmal passieren Sachen. Ich komme jetzt auch mal zu den Gräbern. Du kannst ja schon mal anfangen zu buddeln, in der Hoffnung, dass wir Gears kriegen. Ja. Einfach straight nach oben. Alles gut. Wenn es bald Winter ist, hoffe ich, dass wir so ein Walross-Camp finden. Weil dann kann man Walrösser töten, die droppen ihre Zähne. Daraus kann man so einen Walking Cane machen. Das ist so ein Gehstock, damit läuft man 25% schneller. Okay, ich dachte jetzt eigentlich an das Fell von denen und so einen schönen Wintermantel, aber das ist auch. Oh Gott, ja, okay. Hitzestein und sowas. Ein Thermometer werde ich jetzt als nächstes auch mal machen. Damit wir wissen, wann es wirklich so kalt wird, dass wir einen Hitzestein brauchen. Und dann leben wir den ganzen Winter sowieso davon, dass wir die Kaninchen töten, essen, Kaninchen töten, essen. Kaninchen töten, essen, Kaninchen. Richtig, und dann kommt das Winter. Aber man kann nicht nur vom Fleisch leben. Wir müssen auch zwischendurch Ratatouille machen. Ja, also ich schon. Ich kann vom Fleisch. Ich glaube, ich werde da verrückt. Ah, ja, das ist nicht das Problem. Der Charakter kann das anders ab.
Nebenbei nehme ich aber, wenn es geht, noch so viel von dem Zeugs mit, wie möglich ist. Und wenn irgendwann werde ich dann mal mein Inventar total leer machen, du hast ja so ein Wiederbelebungsteil da hergestellt. Dann gehe ich mal zu dieser komischen Feuerfliege da und guck, was da alles so Tolles ist. Gehe da ganz so halbnackig hin, ne? Mit dieser tollen, freundlichen Frau Feuerfliege. Und dann kannst du mich durchaus wiederbeleben, falls das nicht so geklappt hat. Ich habe einen roten Gem gefunden. Das ist auch gut. Kann man einen Feuerstab mit herstellen. Und ich habe... Was ist das denn? Rubberbang. Ja, Mann, das glaube ich, können wir alles einem Schweinekönig geben, dieses ganze komische Zeug. Der Schweinekönig ist total glücklich. Ja, so ein Lucky Cat-Dinge. Brauchen wir die Lucky Cat-Dinge? Nee, das ist alles nur, um es dem Schweinekönig zu spenden. Das, okay. Da kriegst du ganz viel Gold für, sollst du auf jeden Fall mitnehmen. Alter, Nightmare Fool, ja, aber kein Gears. Ey, ich hasse euch. Was ist das denn hier für ein Kackfriedhof? Aber hä, ist ja krass. Also ich habe jetzt schon 4 Gräber ausgehoben und mein Geisteszustand ist. Das liegt daran, dass du ja hier Wendy spielst. Achso, Abby. Ah, ja, okay. Und du bist an Geister und Gräber gewöhnt und so. Und ich bin jetzt schon wieder runter auf 75. Oh krass, okay. Dann sollte ich das wahrscheinlich eher machen. Dann und hier die toten Ruhe stören. Okay, Gears haben wir nicht bekommen. Dann müssen wir hoffen, dass wir auf Gear Gegner treffen. Also es gibt Gegner, die droppen die auch, aber eher schwierig. Ich glaube, wir haben alle Gräber ausgehoben. Ja, ich glaube auch, wir haben alle Gräber ausgehoben. Okay. Na, der Geist, der verfolgt mich immer noch. Ja, so laut steht der Herzschild. Ist egal. Wo ist dein Helm? Hab ich kaputt gemacht. Einhornhelm? Nein. Haben mit Fröschen gespielt. Gespielt. Also wieder... Heilige Mal. Ich glaube, das war ein sehr brutales Spiel, was ihr da gespielt habt. Ja, die wollten mit der Zunge und ich nicht. das wollte ich nicht öffnen. Wollen wir das hier noch abbauen? Oh ja, Gold. Wir brauchen Gold. Und dann können wir das Zeug dem Schweinekönig spenden und kriegen noch mehr Gold. Das ist gut. Oh, hier geht's nicht mehr weiter. Wir müssen wieder hoch. Ja, stimmt. Das war immer diese Ecke, in die man immer reinläuft, wenn man denkt, da kann man und dann ist da nichts. Ich glaube, ich gehe dann nochmal, wenn wieder Tag wird, später gehe ich mal nochmal durchs Andewurmloch, nicht durch das Gruselwurmloch und guck mal, wo wir da hinkommen. Ganz. Ich freue mich, wenn im Winter dann die Pinguine überall spawnen, ey. Die sind passiv, die sind nicht ganz so böse, aber wenn man an ihre Eier... Was, Pinguine greifen an? Ja, wenn man an ihre Eier nehmen will, dann muss man warten, bis dann Frühling ist und dann liegen ihre Eier überall rum und verrotten. Und dann kann man verrottete Eier mitnehmen und daraus kann man dann Sprengpulver machen. Okay. Und ein wohlriechendes Parfüm. Ja, das ist auch lecker. Das gönnen wir uns, Mädels. Ah, guck mal, hier ist auch noch. Was ist das? Ist aber ein anderes Schwimmloch. Ich weiß nicht. Und ich komme. Ja, ich komme in. Ach du Heilige, was ist das denn für eine Welt? Sonst wo, ich komme auch mal. Das ist sehr gruselig hier. Bitte auch gucken. Aber wir sind gar nicht so weit weg. Guck mal, wir sind gar nicht von der Karte her so weit weg. Hui. Oh, scheiße, Sumpf. Aber wir sind gar nicht so weit weg. Oh, das ist gut. Hier kommen wir an Gears. Hier pennen die Viecher, die Gears geben, wenn man sie tötet. Vorsicht. Bisschen aggressiv. Aber ich glaube, sollten wir sie töten? So schnell es geht, damit wir in die Gears kommen. Und ich hoffe, jemand hat dann noch Platz im Inventar. Ja. Schade. Oh, ich wollte meinen Lockfield an. Okay, ich hab ihn auch an. Ja, einer ist tot. Nice, das sind die Gears, die wir unbedingt brauchen. Ey, was haltet ihr denn aus? Was geht bei euch? Stirbt! Oh nein, 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 nicht diese Viecher. Stirbt schon! Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hani! Stirbt schon! Wieso sind die so mächtig? Ja, das heißt, die Falle, ne? Oh Gott. Okay. Ich mal weg, Mann. Danke. Oh Gott, das war... Okay, Abigail's Flower ist auch wieder hier. Wenn du noch Platz brauchst oder so, ist in Chester ist noch. Wir haben die Gears, die wir brauchen. Und ich glaube, die respawnen hier sogar wieder. Da drüben schläft noch einer. Wir sollten auf jeden Fall verschwinden. Es wird jetzt... Na, wobei, wir können auch hier pennen, weil es wird jetzt dunkel. Okay, soll ich ein Lichtchen stellen? Ja, stell mal ein Lagerfeuer, hier ist gut. Oh, wir haben 8 Gears, das ist großartig. Haben wir Luck, ey. Die Karte ist voll freundlich zu uns. Brauchst du was zu essen oder so? Nö, aktuell nicht. Ich habe noch meine Karotten und meine Bärchen. Hätte ich dich füttern können. Ich werde gern von dir gefüttert. Ja. Ist dann immer so intim zwischen uns.
Du und ich in Chester. Und dann kommt so, hier so, hier Fleischbällchen, nicht die ganze Schüssel. Bumm. Guten Appetit. Dann muss ich den Mund nicht mal voll nehmen. Okay. Oh, herrlich. Schön, ja. Aber ey, das war doch gut, was wir hier getrieben haben. Ja, das ist ausgezeichnet gelaufen. Wir haben jetzt die Gears, die wir brauchen für unseren Kühlschrank und auch für die Eismaschine und all das. Also das... Was sind das da für Schwabbelviecher? Das sind Moskitos und die hassen uns. Okay. Die stechen uns, aber... Ah, oh, nicht schon wieder. Ich geh wo denn du wohnst, wenn man irgendeine Mutter... Geklappt. Was ist eigentlich diese Maxwell-Statue? Ja, der Maxwell ist die genau? Kuh, die uns hier hingebracht hat in diese Welt. Und es gibt auch einen Story-Mode. Man kann seine Tür finden, dann kann man so einen Story-Mode durchspielen. Aber den habe ich noch nie geschafft, ohne zu sterben, weil der ziemlich random ist und gar nicht einfach. Ich wusste gar nicht, dass... Ja, das habe ich auch sehr lange nicht gewusst. Da war ich auch sehr irritiert. Ja, diese Moskitos, ne? Ich habe das Gefühl, die fliegt direkt neben mir. Geh weg! Nein, habe ich nicht erwischt. Oh, hast du? Naja, war besser. Naja. Ich höre sie zwar noch, aber das sind nur Halluzinationen. Keine Sorge. Bald wird dein Geisteszustand besser werden. Ich scroll mal voll an uns ran, weil wir süß sind. Du mit roten Haaren. Und bis zur Hölle. Du mit roten Haaren und ich mit blonden. Ja. Ich mit riesen Drogenaugen und kleinen Drogenaugen. Ja, das ist dann schon so, ne? Not even once. Panik! Aufregend, Action geladen, Panik! Besser pennt. Aber lustig, dass wir in unserem eigenen Lagerfeuer kein Feuer fangen können. Sonst überall, aber hier nicht. Wir sind wirklich gar nicht weit weg von zu Hause. Sollten vielleicht gucken, ob wir da hinlaufen können. Ja, meine ich ja. Warte, wir töten nochmal den, der hier pennt. Okay. Geronimo! Warte, ich droppe eben. Nee, ich glaube, die muss erst wachsen, damit sie droppt. Achso. Die muss dann so groß aussehen. Alles gut. Ich werde Backpack wieder nehmen. Sehr gut. Und dann laufen wir jetzt einfach mal da. YOLO! Aha. Und vor den Tentakeln ein bisschen Acht nehmen. Oh. Ja. Die sind auch toll. Wenn man die Tentakeln tötet, können die eine total tolle Waffe droppen. Aber so geil. Abschluss können wir noch mitnehmen. Ich glaube, wir haben das Pech, dass wir hier wirklich abgeschlossen sind. Ja. Ich lauf mal oben lang und gucke, wo es lang geht. Hier wohnen noch Frösche, als ob es nicht noch schlimm genug schon hier wäre. Nach oben sieht auf jeden Fall, da kommt schon mal, ich nehme einfach mal Papyrus mit, alles an Papyrus, was ich kriegen kann. Au! Wieso nehme ich auch einen stachligen Busch mit? Das war eine dumme Idee. Ja, stachliger Busch, das ist, wenn es nachwächst. Was gibt's denn hier los? Ganz schön aggressiv. Ja, nein, das ist auch ein Dead End. Ach, das ist ja wohl, oder doch? Ach Mann, so eine Kacke, doch ein Dead End, ey. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Hast du den Weg lang gelaufen? Ich bin einfach mal nach oben gelaufen. Also in Richtung nach Aber Hause. Aber guck mal, hier ist noch ein... Ach, hier geht's drumrum. Oh mein Gott, hier kommen wir wieder nach Hause. Hier ist... Ja, und hier ist ein Stein. Und Wege. Und Steinbiom ist total super. Da können wir dann wieder Gold farmen. Geht trotzdem jetzt mal Richtung nach Hause. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wo ich bin. Doch, alles gut. Was ist das denn? Ist noch ein Wurmloch? Marble Tree. Ein Marmorbaum. Ah, hier sind noch mehr diese Viecher. Hier sind noch mehr diese Viecher. Das war das neue Wurmloch. Und riesige. Oh. So ganz große. Die One-Hitten einfach. Oh. Okay. Dann sollte ich da lieber jetzt Abstand nehmen. Auf der anderen Seite. Ich habe noch ein Wurmloch gefunden, das führt direkt in den Wald. Also hier ist so ein Steinbiom, Biotop mit diesen Viechern dazu und ein Marble Tree. Das ist gut, das können wir uns... Marble oder Marble? Marble heißt es. Marble? 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 Ja. Marble. Ein Marble-Tree. Marble-Universe-Tree, alles gut. Ein paar Blumen pflücken. Ich jetzt hier Crazy. Ja, stimmt, hier kommt man raus. Ich habe dann ein Wurmloch da gefunden noch und alles cool. Also, wir haben echt... Ja, ich sehe das echt eine coole Karte hier. Wir haben alles so zusammen, was man kriegen kann. Am Anfang sah es eher so schlecht aus. Aber jetzt finde ich die voll gut. Und es wird wirklich langsam Winter. Schön. Tag 18. Ich glaube, so ab Tag 21, 22 fängt es an, richtig kalt zu werden. Da brauchen wir dann auf jeden Fall unsere Hitzesteine und all so ein Scheiß. Ich gucke auch gerade, wo ich rausgehe. Ja gut, das ist aber auch gar nicht so weit weg, ne? Jetzt hier das zweite Wurmloch, das ist halt da oben. Das geht ja da noch. Ich jump mal wieder zurück. Kann man. Ich muss mehr Spinnen töten für das Zeug. Ja, wir werden da unten bald mal wieder ein paar Spinnen pullen. Jetzt habe ich auch wieder mehr Lebenspunkte. Wir haben unseren Locksuit und all das. Da geht das auch mal. Aber so viele Bienen, ey.
Oh, jetzt ganz runter gehen. Nach Hause und dann kann ich wieder was kochen. Du willst. Ich bin auch auf dem Weg nach Hause. Okay, oh, nicht mehr weit. Gut, dass wir das an den Weg gebaut haben. Das ist so viel praktischer damit. Ja, allerdings. Geht auch schön schnell, weil man schön schnell rennen kann. Ah, Gesicht. Da unten. Oh mein Gott. Yes. The darkness will here be soon. It's going dunkler every time. Okay, jetzt brauche ich noch... Let's speak English. That's the very best I can do. Ja, brauche ich. I think I spider. Genau. War das mit Food? War das ganz weit... Alter, was man alles herstellen kann, das kenne ich alles gar nicht. Wollifan, you have to run to great breeze. Wir haben ein Karottchen hier. Für den Sommer eher. Das musst du unter Food sein. Ich habe meine Karotte reingepackt. Da muss ich herstellen. Einmal Stein. Und das bedeutet... Darf ich noch? Ich experimentiere einfach. Mal. Ich stelle uns hier jetzt unseren ersten Kühlschrank. Yay! Geil. So, können wir jetzt alles rein. Okay. Ich schätze mal, wir werden noch einen zweiten Kühlschrank brauchen, aber erstmal reicht das. Ups. An alles rein, was mit Nahrung zu tun hat. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt raus, wenn ich eine Karotte, Beeren, irgendeinen komischen Salatkopf, nee, Mais war das, glaube ich, und einen Pilz zusammenschmeiße? Wahrscheinlich gar nichts, aber schön ist einmal probiert zu haben. Keep trying, keep trying.